Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play GTA Vice City. Ja. Heute geht es Mr. Cokes an den Kragen. Pizza Mortale. Ja, der tödliche Lieferservice. Wer kennt's nicht? Wer jemals schon bei Avanti Pizza bestellt hat? Weiß es. Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. This place is gonna be calling with assholes. Be careful. Don't worry, Tommy. I'll cover you. Oh, you. Okay. This way. Müssen ein bisschen auf Lance aufpassen. Er läuft gerne mal in seinen Tod, der Junge. Okay. Ja, natürlich ist er drin. Der wird aber kaum draußen auf dem Liegestuhl liegen und warten, bis er ihn erschießt. Diaz Haus. Ja, sehr. Ja, gut, dass das hier gar nicht an die Villa von Tony Montana erinnert aus Scarface. Tja. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! Oh, I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Objekt erworben. Mhm. So nennt man es in Amerika. 50.000, ja. Da geht einiges. 50.000. Ich habe gerade da draußen dieses... Das ist dieses gepanzerte Auto, das will ich definitiv aufheben. So, wir können auch hier Autos unterstellen. Also Garagen braucht man in diesem Spiel, wie ihr seht. Sally, remember me? Hello?
Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. So, also wir speichern jetzt natürlich diesen gigantischen Erfolg erstmal, dass wir Diaz aus dem Weg geräumt haben. Und bevor wir jetzt die Mission annehmen, frischen wir uns wieder auf mit, ihr wisst schon, Rüstung und so. Ich glaube, es ist im Keller unten. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher. Ah ja, perfekt. Also ihr merkt schon, jetzt allmählich wird man immer besser ausgerüstet. Vor allem, wenn man das hier hat. Man hat ja auch Leibwächter, die allerdings nichts bringen. Also man kann die nicht wie in GTA San Andreas mitnehmen im Auto. Was ich mega schade finde. Also wenn man schon so Leibwächter hat, dann sollte man irgendwie mehr mit denen machen können. Als dass die hier einfach nur so dumm rumstehen und nichts tun. What's going on? Okay, jetzt... Hier eskaliert es dann, glaube ich, nach einer Zeit mit Zeug und so. Partys. So eine Bar hier. Voll cool. Wobei ich sagen muss, dieser Eingangsbereich, der ist ein bisschen zu opulent. Also meins wäre es ja nicht, ne? Ist kein Versteck unter der Treppe. Naja, dann würde ich sagen, Colonel Cortez braucht Hilfe. Franzosen loswerden. So, allmählich finde ich, wird unser kriminelles Medium hier doch schon immer besser. Und immer bessere Formen an. Circumstances force a hasty departure. What's the problem? The French want their missile technology back. And after that last incident, I feel it is time to find safer hoppers. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Sein Matrose steht da dahinter und guckt nur dumm. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Mission mit diesem Schiff. Die attacken gar nicht mehr. Ich weiß schon, warum sie die Minigun in zukünftigeren GTAs rausgenommen haben. Wobei. Ja, nee, es gibt sie zwar in GTA 5, aber man hat sie ja nur während dieser einen Mission da, wo man diese schwere Panzerung da trägt. So, Weg frei machen. Haben die Jets.
Bye bye. Huch. Irgendwo ist jemand an Bord gekommen. I have no time for you right now, Hank. Oh my god, they've got a helicopter. Okay. Die lösen sich einfach auf. Wo kriegen denn hier mal Leute aufs Schiff? Oh. So. Da schwimmt noch einer im Wasser. Entschuldigung, er schwebt auf dem Wasser. Wie das aussieht. Thomas, you have protected and served me well. And now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend, a token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. $5,000, oder? Kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen. So, wo können wir hier denn jetzt an Land gehen, bitte? Vorne. Das darf ich schon. Wir sind überall die Küsten so steil, hier kann man nirgends an Land gehen, so richtig. Man kann dieses Boot leider nirgendwo unterstellen. Also für alle, die sich gehofft haben, oh ja, geil, der schenkt uns jetzt ein Boot und so. Tja, Pech gehabt. Es gibt keinen Bootssteg oder so. Man kann zwar einen Bootssteg erwerben. Oh Gott, das dachte ich schon, ich schaffe das nicht mehr. Es ist ja abgetrieben worden. Alright, Tommy, it's Paul. I've just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden. Giving it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway, I heard there's some fries been put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Ein Kopfgeld. Wo sind wir denn hier im Wilden Westen? So. Ah, perfekt. Ah, ich kann vorher noch kurz speichern. Pizza Mortale. Sehr schön, $12 für mich. Es gibt da noch eine wichtige Mission, die man machen muss, und das ist die Bürgerwehrmission. Damit man auch 150 Rüstung bekommt. Wir sind jetzt zu einem Punkt im Spiel angelangt, wo das Sinn macht. Für Bürgerwehr müssen wir nicht ganz so schick gekleidet sein. Denke ich mal. So. Dann holen wir uns mal die 150. Die sind Gott sei Dank nicht ganz so nervig wie das mit dem. Na, ihr wisst schon. Wie das mit dem Pizzaroller.
Aber ich habe darauf gewartet, bis wir den Panzer bekommen. Mit dem Panzer ist es natürlich deutlich entspannter als mit dem Polizeiauto. So, Drogen ausgeräumt. Apropos, da lässt sich auch wieder ganz gut Geld verdienen, was wir brauchen werden. Nachdem der Colonel ja jetzt weg ist, kriegen wir von ihm keine Missionen mehr, aber wir haben ja jetzt mittlerweile Mr. Ghost aus dem Weg geräumt und haben ja jetzt auch schon unser eigenes Imperium da. Sind wir zumindest am Aufbauen. Aber die Villa ist schon mal ein guter Anfang, möchte ich mal sagen. Hallo? Es gab noch eine Möglichkeit, mit dem Tank noch effizienter zu sein, und zwar man guckt nach hinten, oder beziehungsweise man dreht das Rohr nach hinten, kann dann da richtig Gas geben. Der einzige Nachteil ist halt, durch diese Mod halt, man konnte das Rohr nämlich unabhängig vom Panzer quasi drehen, also unabhängig von der Blickrichtung, meine ich. Das ist jetzt natürlich, muss ich dann hier wirklich nach hinten gucken. Aber gut, soll ja auch ein bisschen noch eine Challenge sein. Irgendwann wird es ätzend, wenn die Türen vom Panzer abfallen, dann kann man einfach rausgeballert werden, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist das passiert sehr. Da runter. Oh, Scheiße. Der wollte mich gerade festnehmen, der kleine. Keine Ahnung. So. Okay, ich muss es wirklich. Merkt ihr, wie wir gleich schneller werden? Und wie gesagt, normalerweise Rohr nach hinten drehen und die ganze Zeit ballern, dann wird man so schnell mit diesem Panzer. Hier sowieso wieder eskalieren, das sehe ich jetzt schon. Ah, jetzt haben wir schon ganz gut Schub durch den nach hinten ballern. Machen wir nochmal. Das war aber auch nicht immer so. Das ist dreht leider. Nein, ich wurde verhaftet. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Das bei Level 4, Alter. Fuck, ich habe jetzt gar keine Waffen mehr. Keine Waffen und kein Panzer mehr. Und das Ätzende ist, wenn ihr es einmal verkackt, ist der Nachteil halt beim Panzer, ne? Der ist so lahm. Da könnt ihr euch halt ultra simpel rauszerren. Ja, egal, ich kann mir beides relativ simpel wiederholen. Waffen sind eh auf dem Dach. Panzer ist in der Army-Kaserne. Wir haben ja die 100 Päckchen schon, das heißt, der wird da immer zur Verfügung gestellt. Aber mit dem
nah am Panzer passiert sowas halt echt mega schnell, dass man verhaftet wird. Also ich könnte natürlich auch versuchen, statt dem Panzer den Helikopter zu klauen. Das ist natürlich dann nochmal, das wird deutlich leichter. Also da können wir nicht so schnell, ich sag jetzt mal, gesnackt werden. Gut. Kettensäge brauche ich jetzt nicht wirklich. Wisst ihr was, ich versuche an den Heli zu kommen. Panzer ist dann doch ein bisschen müßig. Geh auf! Huch, war das knapp. So, hier ist übrigens Checksport. Da ist der schwarze Trainingsanzug. Rock City. Versuche mir wieder ein Polizeiauto zu holen. Mit dem kommen wir nämlich, glaube ich, in die Army-Kaserne ohne Probleme. Schauen wir gleich mal. Ja, da steht eins. Bitte sei nicht abgeschlossen. Arschloch. Taxi! This is not right, man. Komm auf mich auf ein Taxi rein. Ja, wir kommen noch mal an einem Polizeipräsidium vorbei. So, da kann man in gewisse Areale der Karte kann man tatsächlich nur mit dem Polizeiauto rein. Man konnte ja die Kleidung nicht wechseln in GTA 3. Nur ein einziges Mal. Das ist am Anfang vom Spiel, wo man diese Schläfchenskleidung eben auszieht und halt diese, ja, ihr kennt ja diese ikonische Lederkluft mit der Militärhose dann anlegt. Und gewisse Areale, wie gesagt, konnte man nur mit dem Polizeiauto betreten. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Es gibt ja in diesem Spiel die zugehörige Kleidung, mit der kommt man auf jeden Fall rein. Ich weiß halt nicht, ob trojanisches Pferd jetzt hier zieht. Deswegen könnte es auch sein, dass wir gleich ganz tot sind, wenn ich da jetzt reinfahre und versuche zu diesem. Oh, Scheiße. Versuche zu diesem Dings zu kommen, zu diesem Helikopter. Weil der steht, glaube ich, auch ganz hinten. Also. Das sehen wir jetzt gleich. Okay. Die wollen uns killen. Oh, Scheiße. Hallo? Darf ich aufstehen? Danke. Oh Gott. Okay. Fuck. Eieiei. Ja, ich finde, das lief so gut, das sollten wir gleich nochmal versuchen. Und diesmal steige ich gleich in den Panzer ein und warte es nicht ab. Wobei der Panzer uns ja gar nichts bringt, also. Fast so gut wie eine Rüstung.
Dachte eigentlich, hier gibt es eine Rüstung bei diesem Hotel, aber... die Mission, die restliche Mission dieses Parts ist, um diesen scheiß Helikopter zu kommen. Also ich glaube, das safeste, um jetzt nicht direkt erschossen zu werden, ist erstmal Panzer. Und dann in Ruhe umgucken. Also mit Panzer können sie so viel, wie sie wollen, schießen. Seine steht kein Panzer da, das ist dann schon scheiße. Jetzt gucken wir mal, wie wir am besten da durchkommen, weil der Heli steht, wie gesagt, ganz hinten. Und yay, er steht nicht da. Wir sind so gut wie tot. Okay. Ah. I'm out. Ja, also da müssen wir jetzt erstmal Wunden lecken, würde ich sagen. Eieiei. Gut, dass man keine Sterne kriegt, wenn man in die Army Base eindringt. Ja, eigentlich ganz froh drüber. So ein Rampage. Habe ich noch nie probiert, weil die, ja, wie gesagt, die gibt es ja eigentlich nicht in der Cut-Version. Aber dieser Patch scheint das alles irgendwie uncut. Bitchen Dog Food, okay. Scheint das ja alles irgendwie uncut zu machen. Ja, okay, es ist nix. Welcome to Vice City. Ja, das finde ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen traurig. Sorry. Da tun wir nochmal mit dem Helikopter approachen, würde ich sagen. Damit die Sachen hoffentlich dann gespawnt sind. Karre loswerden, das ist ja Krebs, der Lieferwagen. Ja. Ah, da ist eine Rüstung. Aber gut zu wissen. Ah ja, perfekt. Kommen Sie doch mal her, junger Mann. Hihi. Ein Polizist ist man nämlich schnell genug. Ja, liebe Freunde, dann machen wir beim nächsten Mal nochmal mit dem Polizist und den Approach und hoffen, dass es da dann drinnen ist. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können euch dann wieder begrüßen hier zu Let's Play GTA Vice City. Bis dahin, ciao, macht's gut, liebe Freunde.